herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der Ständer kocht heute am 23.12. Das heißt, wir sind am vorletzten Adventskalendertag angekommen. Und heute sind wir am Stand der ostfriesischen Nordseeinseln. Vor allen Dingen natürlich Baltrum. Wie ihr schon wisst, fahre ich seit gefühlt 34 Jahren. Nein, es sind tatsächlich 34 Jahre. 34 Jahre auf diesem kleinen, wunderbaren Sandhaufen. Und wenn die jetzt hier schon mal bei uns in Essen sind, starten wir den natürlichen Besuch ab. Kurz zur Geschichte, erst gab es diesen Stand in Zusammenarbeit mit der Insel Jüst. Inzwischen macht es Baltrum alleine, repräsentiert natürlich alle Inseln, gibt es Inselprospekte. Auch das werdet ihr jetzt gleich in diesem kurzen Clip noch sehen. Und was trinken werden wir natürlich auch. Heute sind wir alkoholfrei, denn dann auch nochmal unterwegs mit einem Sanddornpunsch. Prost! Guck mal, so muss das sein. Baltrum ist immer die beliebteste Insel, deshalb gibt es von Baltrum auch fast keine Prospekte mehr. Na, ist natürlich ein Scherz, die Jungs legen nach. Aber die anderen Prospekte interessieren ja eigentlich auch gar nicht, oder? Woanders ist doch... Ja, ist auch schön, aber... Ist natürlich die Hauptinsel, das ist klar. Man kann halt auch nach Norderney fahren, aber da ist halt nicht so schön. Jetzt genehmigen wir uns noch was ganz Leckeres und definitiv Typisches aus der Ecke da oben. Und was das ist, wird uns jetzt erklärt. Genau, das sind Branntwein, die sind mit Rosinen. Also Branntwein mit Rosinen. Und wie natürlich, da weil nicht ganz voll ist, tun wir natürlich noch ein bisschen Ostfriesen-Maggi drauf. Ostfriesen-Maggi heißt bei uns Rum. Wasser. Dann nehmen wir uns schon eine Flasche. Ja, ja. Das ist KW-Sport. Und gießen da ein bisschen Maggi drauf. Natürlich. Ist denn jetzt noch? Wann gibt es das bei uns? Wenn ein Kind geboren worden ist, dann gibt es bei uns Branntwein mit Rosinen, Bonzop genannt. Wenn alles gesund ist, kommen die Nachbarn, besuchen das Kind, so guckt für sie. Deswegen trinken wir das. Zum Wohlsein. Ja, jetzt musst du was trinken. Und das tun wir uns jetzt gerade. Und früher war das ja so mit Bertolt Ackermann. Ja. Wie lange liegen die schon drin? Von eigentlich so 8 Wochen. 8 Wochen liegen die im Alkohol. Die haben es richtig in sich. So. Sehr lecker. Der Name KW-Behörde. Natürlich nur was für Männer, ne? Ist klar. Kein Traum. Riesengeist trinken wir jetzt hier. Das ist ein lecker Schnäpschen mit gemütlichen 56 Volumenprozent. Und natürlich wird das Zeug brennend serviert. Die Erich im Moor flackert empor. Trink aus, genieße leise, auf echte Friesen weise. Den Friesen zu Ehr, vom Friesengeist mehr. Bin gut. Wie schön, ihr Friesengeistler. Und dann lassen wir uns mal schmecken, ne? Immer wieder gut. Und durch den Panama, wieder nach St. Pauli, Hamburg, Altona. Tschüss. Ja, das war's mit Baltrum in Essen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen gibt's die letzte Folge vom Adventskalender von der Ständer kocht. Morgen gibt's die letzte Folge. Und wir sehen uns dann Silvester wieder mit der letzten Folge 2017. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. So ist das, wenn Baltrum in Essen ist. Nur so. Und wo endet jeder gute Weihnachtsmarkt? Am Friesengeiststand hier. So, da wollen wir schmeißen, wir haben ohne Ende, oder nicht?